Fetten Kills 40. Fähigkeiten? Sind das Messerfähigkeiten oder was war das? Du. Prämie. Ich habe irgendwas gekriegt. Was ist denn das hier? Sprungschiff der Arcadia-Klasse. Schiffe der Arcadia-Klasse waren die gebräuchlichsten Sprungschiffe während des goldenen Zeitalters und wurden sowohl für die irdische als auch für die planetare Ausflüge, auch für planetare Ausflüge eingesetzt. Funde ihrer Überreste wurden bei den meisten Erdraumhäfen gemeldet. Okay. Das ist nicht erklärt, was es alles hier ist. Das bin ja ich. Okay, wird schon passen. Missionsüberblick R1 ist das da, gell? Ein Hüter erhebt sich. Ach so, das sind ja wir. Einfach fortsetzen. Dreieck, ach so, Dreieck gedrückt halten. Wow, gedrückt halten hier. So wie mit dem Kinect da. Und eine Trophäe. Du hast erhalten Schiffsritus. Yay, geil. Erste Trophäe fürs Spiel. Durchgeschafft. Nächstes Spiel jetzt. Erstmal laden hier. Erstmal laden. Ich bin ja mal gespannt, ob das mir nicht gemutet wird auf Twitch. Ich wollte es noch auf YouTube hier hochladen, einige Szenen. Zu viel dramatische Musik. Anscheinend kann man die Musik auch nicht leise machen oder ausstellen. Und nochmal laden. Jawohl. Von einem zum anderen laden gehen. Und es gut gehen lassen, wa? Hey Doom Surfers. Merci für dein Follow. Hab Spaß. Genieß die Show. Und liebe Grüße aus München schicke ich dir hiermit. Hey man, thanks for the follow. Have fun. Enjoy the show. And greetings from Munich, Germany, wherever you are. Es hat Jahrhunderte gedauert, sie zu bauen. Und jetzt zählen wir jeden Tag, den sie noch steht. Was? In Dark Souls 2 gibt es Trophäe dafür, dass du das erste Mal verreckst? Hätte ich innerhalb der ersten paar Sekunden bekommen, wenn ich es gespielt hätte. Und nochmal laden. Jawohl, Szene geladen, jetzt Welt laden und nochmal laden. Voll die Lade-Action hier. Hey Flobolo oder Flobolo, merci für dein Follow. Flobolo, hab Spaß, genieß die Show und liebe Grüße aus München schicke ich dir hiermit. Und laden, das laden doch, Guys. Das ist ja echt sau spannend, aber ich überrede ja das Ganze. Einen schönen Prolog haben wir hier mit Black Screen und ganz vielen schönen, super wunderbaren Ladescreen, der wirklich einzigartig ist. Noch nie ein so dagewesener Ladescreen. Hey, Achso, jetzt verstehe ich erst. Sehe ich die großen Kleinschreibungen. I play Terran. Germany. Jetzt sehe ich es erst. Bei mir habe ich es immer nur in Kleinschrift gesehen auf meinem Chat. Merci für dein Follow. Hab Spaß. Genieß die Show. Und liebe Grüße an München. An München. Genau. Aus München schicke ich dir. So rum. Hey, Bambi. Servus. Grüß dich und hallo. Schön, dass du wieder da bist. Das hat jetzt nur 10 Minuten gedauert in die Stadt laden, kein Problem. Jetzt sind wir das erste Mal in der Stadt. Hier jetzt haben wir Third Person. Können wir noch laufen? Nee, doch, können wir auch laufen. Ich laufe einfach mal dahin, wo alles blinkt. Was? Alle Geister müssen sich für Neuentdeckungen verbinden? Ja genau, der Nick von StarCraft 2. Terran, ach so, Terrania. Ah, okay, ich habe jetzt zwar StarCraft nicht gespielt, aber gibt ja, glaube ich, da Terrania, wa? Willkommen in der Schlacht, ich habe eine neue Ausrüstung. Also eine neue Brust bekommen. Oder auch nicht. Ja, ich kann jetzt dafür nichts machen. Level 4, Level 4, Level 4, dann schließen wir erstmal. Ich glaube, ich habe irgendwas bekommen von dem. Ich werde jetzt ansprechen. Willkommen in der Schlacht. Achso, ich muss hier hinklicken und dann muss ich sie nehmen. Ah, ich bekomme sie nicht einfach. Das ist ja die Quest. Ich muss die Brust nehmen und mir... Nimmst du mich mit? Nimmst du... Bitte was? Wie soll ich mitnehmen? Schweinereien machen oder was? Hier flüstern. Einfach ein Gags anflüstern hier.
Das Einhorn, der Typ. Ist es jetzt schon online hier oder was? Okay. Wow, geil, einfach laufen. Wo ist denn das mit dem? Wo kann man sich denn anziehen? Umziehen? Ah, hier. Brust. Da. Brustschutz X ausrüsten. Zack. Ist die besser eigentlich? Ich hab gar nicht geschaut. Ah doch, die hat 22 Verteidigung, die andere hat 18. Wir können die zerlegen. Machen wir das doch mal. X zerlegen. Also, okay. Entzaubern. Alles klar. Super. Dann geht's mal direkt weiter. So viele Herzen. Hey, Voltimon, du bist ja auch da. Servus, grüß und hallo. Flo Bollo, kein Problem. Gerne. Ich begrüße alle meine Viewer immer wieder. So oft, wie es nur geht. Ich sehe nach, ob es Pakete gibt. Ansprechen. Bei der Poststelle werden Lieferungen und Nachrichten hinterlegt. Hey, wer hätte das gedacht? Damit die Hüter sie dort abholen können, wenn sie von ihren Reisen zurückkehren. Also, fleißig Post schicken, wa? Danke für deine Hilfe beim Destiny-Beta-Belastungstest. Sehr gerne, auch wenn es jetzt die Vollversion ist. Zeichen der Ältesten. Geile Sache hier. Poststelle. Gut. Dann muss ich noch woanders hin hier. Run. Run, little girl, run. Na klar, war auch schon dabei, als du Sims gestreamt hast. Destiny bringt echt mal Abwechslung rein. Kann man das Spiel auch so Third Person spielen oder geht eine Mission? Ich glaube, es geht nur First Person in der Mission in der Stadt Third Person. Das ist sehr schade. Bewaffne dich. Ach, kann man die Waffe jetzt aussuchen? Impulsgewehr, Scoutgewehr. Das ist hier eine Magnum oder was hier? So wie Susi bei Sledgehammer. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Handfeuerwaffen belohnen eine ruhige Hand und präzise Schüsse. Dunkle. Die Duke Typ 10 ist ein ausgewogenes Beispiel dafür. Magazin 6, Feuerrate, Schlagkraft, okay. Halbautomatisches Gewehr, das auf Meisterschützen und Präzision ausgelegt ist. Puh, ich Meisterschützen und Präzision, kannst vergessen, hey. Für den Arsch. Impulsgewehre feuern in kurzen, scharfen Salven. Diese Variante des Psy Umbra ist ein häufig anzutreffendes Beispiel, das für Arbeit auf große Distanz ausgelegt ist. Ah, okay, Distanz. Automatikgewehr. Ach, das ist Impulsgewehr. Okay, Automatikgewehr. Vollautomatisches Kriegsinstrument. Yeah. Kriegsinstrument, klingt ja nett. Eingestellt auf Präzision, auf ordentliche Distanz, nützlich, wenn man von Gefallenen angreift. Achso, die heißt nicht, also die Gegner sind alle gefallen. Vergleichen. Ah, hier, wenn man R2 gedrückt hat, kann man vergleichen. Sprich, ist es besser als meins, was ich jetzt habe. Automatikgewehr. Ja, ich nehme das erste. Nicht mal das erste hier. Keine Ahnung, wird schon schief, wird schon das Falsche sein. Können wir nachher noch schauen, was es hier gibt. Es ist anscheinend so ein Waffenmeister. Es gibt nur wenige Waffen, die Banshee 44 noch nicht gesehen hat. Und noch wenige, die er nicht reparieren kann. Also können wir bei dem reppen und Waffen kaufen. Anscheinend. Bossman, was denn da super? So. Dann equippen wir mal die neue Waffe, die hat 26 Angriff, die neue, also legen wir sie an. Können wir die alte gleich weghauen? So, brauchen wir eh nicht mehr hier, also entzaubern wir die direkt. Fertig, okay. Gut, und nun zum Schiffsmeister. Hier hinten lang oder wie? 48 Meter ist der entfernt, alles klar, jetzt rennen wir erst einmal. Keiner hat was gewonnen, alle sind gestorben. Ach so, beim Bankheist meinst du? Ja, das passiert. Manchmal gewinnen auch alle. Ja, 10 wieder weg, macht ja nichts. Ihr sammelt ja fleißig. So. Rennen. Ich find's komisch, dass man die Taste gedrückt halten muss, um zu laufen. Beim Bücken macht das, aber hätten sie so machen können, dass du weiter rennst, wenn du einmal nur kurz gedrückt hältst oder so. Oder gedrückt lässt. Einmal drücken, laufen, nochmal drücken, aus. Wäre praktischer. Aber gedrückt halten, hier die L-Taste, so draufdrücken, ist komisch. So, Reparaturen abgeschlossen. Achso, unser Schiff war beschädigt. Nimm
Dies für deine Reisen. Okay, nehmen wir ein Schiff. Dieses Sprungschiff wird von der Turmschiff. Ach, haben wir schon gemacht, okay. Haben wir schon vorhin gelesen. Jetzt haben wir ein cooles Schiff bekommen. Ich werde nochmal kurz in die Option rein. Was gibt's denn alles hier? Übersicht. Okay, wer alles hier in der Gegend ist anscheinend. Ist das so eine Art, ja, Liste, so eine Art Handelsroute, wo wir gerade sind. Ist ein Glücksspiel, ja. Nabend, hey, Eve der Killer. Servus, grüß und hallo, wie gehst du, mein Freund? Charakter, haben wir ja gesehen. Inventar. Material, Verbrauchsgegenstände und... Ich habe erstmal gelesen, Bettbezüge. Das sind Beutezüge. Ich habe Bettbezüge gelesen. Schon Fail hier. So. Abmelden, Helligkeit, Bildgröße, Sprache, Untertitel. Man kann echt Musik nicht laut oder leise machen, okay. Ich hoffe, die wird nicht geflaggt. Es wär schade, wenn die geflaggt würde. Na gut, gucken wir mal hier. Gut. Real Life werde ich nicht spielen. Ja, musst du auch nicht, deswegen kannst du hier die Chance. Wenn du im Turm fertig bist, drücke die Taste und halte Dreieck, um zum Orbit zurück. Achso, die Taste und Dreieck gedrückt halten zum Orbit. Auf zum Orbit! Alles fit bei dir. Wie ist Destiny? Bekomme morgen auch meine PS4 mit Bundle mit dem Game. Sehen wir jetzt gerade eben zusammen an. Ich habe erst ein paar Minuten gespielt, Destiny. Schauen wir mal, wie es ist. Kann ich dir jetzt noch nicht genau sagen. Wir sehen uns das gemeinsam an. Release-Tag, Release-Day, Destiny für euch. Mit euch und um euch herum. Muss zwar morgen um 6 weg, raus, aber egal. Release-Day, wichtig hier. Ab und zu Lotto, aber das ist alle heiligen Zeiten. Ja, ja, das ist ja ganz okay. Also zwei Freunde online, Freunde einladen. Ne, Ziel festlegen. Choose your destiny, outstanding. Okay, wir sind jetzt, wo sind wir gerade? Im Turm. Die letzte Stadt, Erde, Treffpunkt, Heimat der Hüter. In der du dich neu sammeln und bewaffnen, sowie Allianzen gründen kannst, okay? Sind Allianzen Gilden oder wie? Alt-Russland, Erde. Die Wiege der Menschheit, eine Welt vergangenen Ruhms, die darauf wartet, wieder eingenommen zu werden. Okay, schauen wir mal, versuchen wir das mal einzunehmen. Erste Quest, die Kluft, Wiederherstellung, Alt-Russland, Level 2 Story sind wir, glaube ich. Kehre ins gefallene Gebiet zurück und suche Teile, um die interplanetare Reisefähigkeit deines Schiffes wiederherzustellen. Yeah! Einsatztrupp, 1 bis 3 Spieler, Koop und EP-Bonus 1800. Okay, machen wir mal. Ist jetzt eh nichts anderes anwählbar. Level 2 normal, was kann man noch aussuchen? Schwer Level 3. Ne, ich lass normal, ich komme eh noch nicht mit der Steuerung so zurecht. Starten in 3, 2, 1, okay. Okay, ich schau mit. Ja, das ist das Einfachste. Ich kann das auch noch nicht beantworten, wie das jetzt genau ist. Eine Frage, Gex. Wenn man diesen Link für Amazon klickt und was kauft, bezahlt man dann mehr? Nee, du bezahlst nicht mehr. Nur noch so wenig übrig hier draußen. Auf keinen Fall bezahlst du mehr. Die Gefallenen plündern alles leer. Wir hatten Glück, dass wir überhaupt ein Schiff gefunden haben. Ohne Schiff kann kein Hüter die Stadt schützen. Aber wenn wir die Erde verlassen wollen, braucht es einen Warp-Antrieb. Und nur in diesem Kosmodrom besteht die Chance, dass wir noch einen finden. Wir haben die Gefallenen schon einmal überlebt. Das schaffen wir wieder. Hier wurde vor kurzem ein Hüterschiff abgeschossen. Wenn es die Gefallenen nicht haben, könnten noch Teile übrig sein, die wir benutzen können. Machen wir alles klauen. Alles klauen wir. Andere Hüterschiffe ausrauben, klauen. Dafür sind wir doch da. Was ich ein bisschen schade finde, es ist doch ein sehr, sehr kleines FOV. Das mag ich an diesen Shooter-Games auch so nicht, auch an den Konsolen. Du kannst nichts umstellen. Und zwar ist das für mich FOV 60, FOV 70, keine Ahnung, total krass. Ich möchte die Waffe ausgeblendet haben und FOV 100 oder so haben. Also du schaust dich halt um und siehst halt nichts. Du musst tausendmal dich umdrehen und das Warper siehst hier. Oder kann man nicht ändern, gell, hier. Das, die FOV-Einstellung, das, glaube ich, das wäre dann zu viel für die PlayStation hier. Blicksteuerung, Blickempfindlichkeit, okay. Blickzentrierung aus, Controller-Vibration an. Untertitel, Headset, Bildgröße, Helligkeit und Abmelden. Nee, geht anscheinend nicht. Kein FOV, müssen wir mit FOV 10 spielen. Das ist das Schlimmste für mich.
ohne FOV. 100. Und die Waffe nimmt halt den halben Bildschirm ein. Und die Waffe nimmt ja noch mehr ein. Schau mal an hier.